Hallo, ich bin Andreas. Ja, ich möchte etwas zu Corona sagen. Corona tritt ja immer mehr in den Mittelpunkt. Es nimmt immer mehr Raum ein in unserem Denken und unseren Empfindungen, in unseren Hoffnungen und unseren Ängsten. Es zeigt uns, wie zerbrechlich wir eigentlich sind, wo wir immer so leben in relativer oder absoluter Gleichgültigkeit, als würde immer alles so weitergehen wie bisher. Es geht immer und immer und immer so weiter. Und Corona zeigt jetzt mal, dass es nicht mehr so weitergeht wie bisher. Das zeigt unsere Schwächen, unsere Fehler und die Punkte, wo wir verwundbar sind. Es ist ja nur ein winzig kleines Wesen, das unsere gesamte Existenz in Frage stellt. Und da kann man sich nicht mehr hinstellen und hoffen, es wird wieder alles so, wie es war, und es geht immer so weiter und immer so weiter, weil das ein geistloser Raum war, in dem wir gelebt haben. Geistig betrachtet, eine Plattitüde, könnte man sagen. Scheinbar eine geistreiche Existenz, eine geistreiche Gesellschaft, aber wie haben wir funktioniert? Immer konsumieren, 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 mehr, mehr, neu, 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 größer, 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 immer mehr, immer wieder, immer mehr. Und das soll geistiger Reichtum sein. Nein, das ist es nicht. Was uns verloren gegangen ist, das ist das Gefühl von einer Einheit, einer geistigen Einheit. Auch wir als Spezies Mensch sind eine Einheit. Es gibt keine Unterschiede zwischen uns Menschen aufgrund irgendeiner Hautfarbe, einer Sprache, einer Herkunft, eines Kontinents. Wir sind eine Spezies. Und das zeigt uns auch Corona. Denn wir sind alle unabhängig von unserer Herkunft, unserer Hautfarbe, unserer Sprache, unserer Herkunft in gleichem Maße verwundbar. Und das ist das Schöne an Corona, weil Corona das vollbringt, was Jahrhunderte lange Wissenschaft und zigtausende von Lektüren nicht geschafft haben. Wir kommen mehr zusammen in den Punkt, wir sind alle betroffen. Das heißt, wir erkennen langsam, dass wir eine Einheit sind, und die Angst vor dem Tod und die Angst vor Corona ist größer als der geistige Zwiespalt und die Trennung und das ständige Trennen voneinander. Ja, und das finde ich schön, das ist positiv an Corona, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen und mit dem, wie wir eigentlich leben als Gemeinschaft. Und wie wollen wir leben, die Zukunft und unsere Kinder und Enkelkinder? Wie können die leben? Welche Wege bieten wir ihnen? Welche Möglichkeiten? Welchen Freiraum? Da kann jeder drüber nachdenken, es muss jeder darüber nachdenken und jeder muss sich vergegenwärtigen,
dass er morgen derjenige sein kann, der zum Sterben bestimmt ist. Das muss ich auch. Darum bin ich genauso wie alle anderen. Ich bin genauso verwundbar. Ja, und mal darüber nachdenken. Das ist wichtig. Und wenn man etwas Schönes glaubt und etwas Schönes glaubt und Gutes glaubt, kann es nicht verkehrt sein. Man kann schlimmstenfalls sich getäuscht haben, in einem Irrglauben gewesen sein, aber es ist nichts Böses, weil es eine gute Absicht ist. Und darum ist es auch vielleicht gar nicht so wichtig, welche Religion wir letztlich vielleicht pflegen, sondern es ist die Frage, ob wir überhaupt noch Hoffnung haben, etwas Positives. Und wer nur negativ denkt oder hasserfüllt denkt und glaubt, der wird vielleicht auch ein besonders gutes Fraß sein für Corona. Ja, so könnte man es mal formulieren. Und ich wünsche allen und auch jetzt gerade zu Ostern viel Muße, Zeit, über sich selbst nachzudenken. Über die Art, wie man lebt, wie ist die Beziehung, wie lebt man selber, wie ist die Arbeit, der Beruf, den ich ausübe. Wie ist meine Beziehung zu den Nachbarn, zu der Gemeinschaft und was könnte ich selber ändern daran? Was möchte ich verändern und wo habe ich erkannt, dass es eigentlich geistlos ist? Ja, und das finde ich mal schön, das sage ich jetzt mal so spontan. Und ich sage auch, ich habe ein Bier getrunken, das vielleicht... Merkt man das oder sieht man das? Das ist mir aber egal. Ich habe jetzt ein Bier getrunken. Ja. Also das wollte ich jetzt mal zu Corona sagen. Corona ist nicht nur schlecht oder etwas absolut Negatives, sondern es ist ein Lehrmeister. Er lehrt eben anders als ein Professor an der Universität oder ein Lehrer an der Schule. Corona lehrt uns dadurch, dass es uns berührt in unseren Emotionen und unsere Ängste bloßlegt und dass wir uns mit uns beschäftigen. Ja, ich wünsche allen die Kraft, Liebe empfinden zu können und zu lieben. Und egal was geschieht, es letztlich anzunehmen in Liebe und in Frieden und ja, gespannt sein auf das, was geschehen wird. Also, ich wünsche euch frohe Ostern. Und jetzt nehme ich meine Brille ab, weil ich bin immer noch von meiner Kindheit her, dass ich sehr, sehr viele Jahre übelst verspottet wurde, weil ich eine Brille trage. Das habe ich immer noch nicht bis heute, obwohl ich fast 70 bin, aus mir herausbekommen. Da ist noch dieser Funke, wo ich sage, okay, ich bin ja ohne Brille geboren, nicht mit Brille. Also wenn ich die Brille abnehme, sieht man mehr von meinem eigentlichen Gesicht. So bin ich geboren, ohne Brille. Ja. Und frohe Ostern und ciao.